Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Au! Benny, kostenlose Items. Ich liebe kostenlose Items. Und heute können wir wieder was Wunderschönes freischalten, und zwar den Bananensmoothie. Wir brauchen nur noch eine Challenge, um den Bananensmoothie freizuschalten. Und dazu müssen wir 7 Grills kaputt machen, und zwar mit dem Grillarsenal Spitzhacke. Das ist die gleiche Spitzhacke, die ich auch ausgerüstet habe, und zwar diese hier. Ne, diese braucht ihr zuerst, dazu müsst ihr die Flussfeuerwerke zünden. Checkt mein anderes Video aus, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr diese Spitzhacke habt, dann könnt ihr die auf Grillsuche machen. Ein Grill findet ihr schon mal wieder mal bei der Party-Location, wo wir jetzt schon fast alles gemacht haben, ne? Dort, hier zum Beispiel bei Dusty Devo, da ist auch zum Beispiel eine Party-Location und da ist so ein Grill. Und den müsst ihr mit der Spitzhacke abbauen und habt schon mal Nummer 1. Einen weiteren Grill findet ihr hier bei Salty Springs. Dazu muss man natürlich sagen, jeder Grill auf der gesamten Karte funktioniert. Nicht nur die in den Party-Locations, sondern auch natürlich andere. Zum Beispiel ist hier das Grill bei diesem Haus gewesen, ne? Hier, genau an der östlichsten Seite, das östlichste Haus, neben diesen den Paletten, da ist auch nochmal ein Grill. Die Belohnung, einfach nur um die Grills abzubauen, ist leider nur ein langweiliges Banner, aber trotzdem muss man die Challenge machen, um den Bananensmoothie freizuschalten, deswegen helfe ich euch da natürlich auch. Ein weiterer Grill, nicht weit weg von Dusty, ist noch neben Neo Tilted, auch bei der Party-Location, wo der Eiswagen steht. Auch dort steht ein Grill, dort können wir den auch mal abbauen, auch wenn das fies ist und die kein Grillfleisch mehr haben. Grill Nummer 4 findet ihr bei Shifty Chefs, da ist Shifty Chefs, da sind ja diese zwei Häuser nebenan, an genau dieser Location hier, ne, da, an diesem Ort hier, dort findet ihr das Haus und im Hinterhof gibt es auch nochmal einen Grill zum Abbauen, das ist Nummer 4. Grill Nummer 5 findet ihr auch bei der Party Location, hier neben Paradise Bombs, falls ihr hier runterfällt, ne. Und der ist genau neben den Betten hier, da ist der Wagen. Und genau hier neben dem Stein ist auch nochmal ein Grill Nummer 5. Grill Nummer 6 findet ihr auch in Paradise Bombs. Und an genau diesem Haus hier findet ihr auch im Hinterhof hier einen wunderschönen Grill. Ne? Nochmal kurz die Location, da ist Paradise, etwas nördlich. Bei diesem Haus im Hinterhof ist Grill Nummer 6. Ebenfalls in Paradise Bombs findet ihr auch noch einen weiteren Grill beim südlichen Haus. Das ist der mit dem Pool hier. Genau, und bei dem Haus findet ihr auch nochmal einen Grill, und zwar direkt neben dem Pool. Da ist der Pool, da ist das Haus. Hier ist Grill Nummer 7. Noch ein kleiner Sicherheitsgrill, ebenfalls in Paradise Bombs, und zwar direkt in der Mitte, ne? Immer noch Paradise. Direkt in der Mitte hier, da wo das kleine Plaza ist, ist auch nochmal ein Grill. Das ist Grill Nummer 8. Das ist ein kleiner Sicherheitsgrill, falls irgendwelche Grills nicht funktionieren, irgendwelche Bugs wieder das Ganze vermiesen, ne? Und falls ihr im Megamall landet, gibt es natürlich dort auch nochmal einen Grill. Da ist Megamall, ne? Genau an dieser Location, bei dem westlichsten Haus, gibt es auch im Hinterhof nochmal einen Grill, den ihr kaputt machen könnt. Also die Dinger gibt es überall in jeder Stadt. Ein bisschen muss man immer so im Hinterhof gucken, wo die auf jeden Fall sind. Ich habe euch ein paar Locations gezeigt. Damit könnt ihr den Bananensmoothie freischalten, Leute, als Rucksack. Der lohnt sich, der ist mega, mega cool. Ich hoffe, ich konnte euch auch noch ein bisschen helfen. Checkt die zwei Kasten hier auf der rechten Seite aus und oben rechts auf das i. Dort findet ihr die Playliste mit allen Herausforderungen und gebt mir Flosse. Flop. Abonniert Stemplay, Doppelpunkt P.